Hallo, ihr lieben Wesen. Ja, ich sehe genauso bescheiden aus, wie ich mich fühle. Meine Erkältung ist wieder ein bisschen mehr durchgekommen. Ich habe heute Nacht, glaube ich, noch keine 2 Stunden geschlafen. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ja, denn das Real Life. Kein Schickimicki, kein ich gehe vorher ins Bad und klatsche mir Spachtelmasse ins Gesicht oder so. Keine geklebten Klimperwimpern, keine schönen Fingernägel, einfach nur ganz normales Real Life. Ich denke, jeder von euch sieht vielleicht mal in etwa so aus, wenn es einem scheiße geht, ist das halt so. Ja, Real Life, sag hallo, Hallo, Ehemann. Ehemann. So, that's it. Für mehr hat das Geld nicht mehr gereicht. Wir sind kurz vor Monatswechsel. Normalerweise hätten wir schon den Lohn vom Ehemann auf dem Konto. Da mein Mann aber ja seit 1.2. auf Jobsuche ist, geht jetzt das Geld zur Neige und wir warten jetzt auf das Geld vom Arbeitsamt, was eigentlich auch jetzt nach dem Wochenende hoffentlich dann kommt. Und ja. Ich denke, ihr kennt das, dann kauft man wirklich nur noch das Allernötigste und füllt die Reserven auf, beziehungsweise füllt das auf, was wirklich fehlt und wirklich nötig ist. Und bei uns ist es Ketchup, Mayonnaise, passierte Tomaten, weil wir haben noch ganz viele Nudeln. Dann können wir Nudeln mit Tomatensauce essen die nächsten 5 Tage. Für den Sohnemensch Frühstücksfleisch, weil er isst im Moment nichts anderes. Fleischsalat isst er auch, den habe ich mal so mitgenommen, ohne dass er was gesagt hat, damit ein bisschen Abwechslung da ist. 2 Packungen Cherry-Tomaten, weil ich vermisse sie einfach. Sie sind jetzt schon etwas länger leer und ich habe es mir die ganze Zeit verkniffen, weil andere Sachen halt nötiger waren. Ja, zweimal noch Brot, weil Brot kann man morgens, mittags und abends essen. Und Wraps, weil der Sohnemensch die gerne isst. Da bin ich dann auch bereit, das zu kaufen anstatt das. Und das ist halt gesünder. Bin schon froh, dass er die mag. Und weil es halt nötig war, wieder Räucherzeug für den Ehemann. Die 10 Teile oder wie viele auch sind. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Teile. Diese 14 Teile. Ach, und zweimal Katzenstreu. Ja. Genau, wir haben noch zweimal Katzenstreu wieder mitgenommen. Haben. Stellt die Kamera das scharf? 52,99, also aufgerundet 53 Euro. Ich meine, gut, das Räucherzeug, da sind wir mit 20 Euro schon alleine dafür dran. Aber für den Rest 33 Euro. Ich finde das unverschämt, was mittlerweile die Sachen kosten. Naja, wie gesagt, wir haben noch, da kommt's Katzenstreu. Ich drehe euch mal wieder rum, damit ihr mein schönes, wundervolles, sauber Glitzer an Glitzer sehen könnt. Es ist Wahnsinn, was es kostet. Ich bin froh, dass wir jetzt noch so viel hier haben. Wir haben noch ein bisschen was eingefroren an veganem Hackfleisch. Wir haben noch eine ganze Kiste voll mit Nudeln. Unter anderem schon fertig gewürzte, diese gebratenen Asian-Nudeln und so, wo man nur noch Wasser mit bei und dann kann man die lecker essen. Wir haben noch Eier, dass wir Spiegelei machen können. Also für die nächsten paar Tage reicht's. Heute gibt's Chicken Nuggets mit Kroketten, genau wie gestern, weil wir die Packung einfach auf hatten. Also wird hier jetzt leer gegessen. Was soll's? Ja, dafür, dass das jetzt nur ein so winzig kleiner Furzeinkauf war, nehme ich euch wahrscheinlich morgen mit. Da bin ich nämlich bei meiner Mama zu Hause. Meine Mama liegt noch im Krankenhaus. Wir müssen nämlich das Auto meiner Mutter leerräumen. Das wird abgeholt und quasi verschrottet oder nach Afrika geschickt oder nach Timbuktu, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir es leer machen. Das ist für ihr deutsche Straßen nicht mehr, nennt sich das denn, straßenverkehrstauglich. Und dann habe ich meiner Mutter versprochen, dass ich das mache, Für damit's. Afrika reicht's. Was? Für Afrika reicht's. Für Afrika reicht's noch, ja. Die haben auch keine Straßen. Ist das nicht so schlimm? Naja, auf jeden Fall fahre ich da mit meinem Ex und meinem Sohn hin,
weil mein Ex da mit Autos und so, der kennt sich aus, der muss auch noch was ausbauen und in das neue Auto von meiner Mutter reingucken, in den Motor und Reifen aufpumpen und all sowas. Da nehme ich euch dann ein bisschen mit, soweit wie ich kann. Ich werde bei meiner Mutter natürlich dann die Katze ein bisschen hüten und vertüddeln und so. Und ja, wir werden dann eine Nacht da übernachten, weil es dann, das Auto wird nachmittags irgendwann morgen abgeholt. Da müssen wir halt alles leer haben. Dann bleiben wir eine Nacht da und gucken am Samstag nach dem anderen Auto, was schon da steht für meine Mama. Ja. Und danach fahre ich erstmal 3 Wochen in Urlaub. Den kann ich gebrauchen. So, heute gehe ich auch nicht mehr duschen. Ich muss heute nicht mehr vor die Tür. Also kann ich zu Hause auch so rumlaufen. Ganz ernsthaft. Ich bin krank. Ich darf auch krank aussehen. So, ihr Lieben, das war's von hier, von mir für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, sagt tschö, Tschö, Ehemann. Ehemann. Tschüss. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich bin nicht zu Hause. Ich bin bei meiner Mama. Wir haben jetzt schon auf die Schnelle das eine Auto komplett leer gemacht. Gar nicht mal so einfach ohne Zentralverriegelung, wenn alle Batterien leer sind. Das Auto wird dann in ungefähr 1,5 Stunden abgeholt. Und ja. Oh, die Katze findet Besuch scheiße. Da kommt die Rest der Mannschaft. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Blue, komm hier essen. Blue. Blue, Blue. Ja, ist ja noch nicht geheuer, ne? Guck hier, lecker essen. Ja, alles. Hallo, ihr Lieben. Ja, meine Nacht war die größte Katastrophe seit Wochen. Also zu Hause schlafe ich ja schon nicht gut. Jetzt mit Erkältung und so. Aber hier, das war der Kracher. Also mein Ex und mein Sohn haben ja mit hier geschlafen. Mein Ex, weil er halt mit dem Auto reparieren und so halt ein bisschen kann. Und wir dann ja das Auto meiner Mutter so weit fertig machen wollten, dass das in die Werkstatt kann, um dann TÜV zu bekommen. Und da halt mein Sohn das Wochenende, eigentlich dieses Wochenende mit seinem Vater dran war, war er halt dabei. Dann haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir über Nacht, damit wir dann jetzt heute, Samstag, am Auto weitermachen können. Also ich habe vielleicht auch wieder 1, 2 Stunden und nicht am Stück geschlafen. Die Katze wollte nachher Aufmerksamkeit. Klar, wenn die die ganze Zeit alleine ist, dann will die auch bepüngelt werden und geschmust und alles. Und die kam nachher zu mir auf die Luftmatratze und hat quasi in meinem Gesicht geschlafen. Der eine schnarcht wie ein Elefant und der andere hat sich einen abgehustet, weil mein Sohn ist immer noch nicht gesund und der hat die halbe Nacht gehustet, anstatt mal aufzustehen, Tee zu trinken und sowas. Nein, er ist im Bett liegen geblieben, hat sich einen abgehustet. Meine Nacht war damit natürlich auch total bescheiden. Ich bin dann heute Nacht irgendwann wieder wach geworden mit tierisch Halsschmerzen und Nase zu und mir tat alles weh. Also wird meine Erkältung sich auch noch ein bisschen hinziehen. Ja. Dann hat es jetzt 4 Stunden oder 5 Stunden, es ist jetzt 12 Uhr. Ich bin also seit 6 Uhr quasi richtig wach, bin aber noch liegen geblieben unter der warmen Decke. Und ja. Es hat jetzt bis 12 Uhr gedauert, bis ich die beiden Herrschaften dann rauskomplimentiert habe. Weil es hieß dann, ja, wir machen ja noch am Auto dies, am Auto das, am Auto jenes. Die saßen aber beide hier und waren nur mit Handys dran, irgendwelche YouTube-Sachen am gucken oder bei Instagram oder weiß ich was, am Daddeln, irgendwelche Spiele am Spielen. Und ich so, ja komm, dann ziehen wir uns jetzt an, gehen nach draußen und machen das. Es hat sich hier keiner bewegt. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich so, beim Handy daddeln, könnt ihr auch bei euch zu Hause, dann geht ihr mir damit wenigstens nicht auf den Sack. Dann habe ich die beiden rausgeschmissen, dann hieß es dann noch, ja, aber du wolltest ja noch zu deiner Mutter ins Krankenhaus. Ja, wollte ich eigentlich. Aber A, bin ich dermaßen krank. Und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich so krank bin, ins Krankenhaus zu meiner kranken Mutter muss und die anstecken muss, weil sie soll ja schnellstmöglich wieder nach Hause dürfen. Und zweitens war ich so genervt. Da kommt die Katze. War ich so genervt von allem. Ich will jetzt hier einfach nur meine Ruhe haben mit der Katze. Hier gleich noch ein bisschen die Bude aufräumen, damit wenn Mama dann eventuell Montag, Dienstag nächste Woche nach Hause kann,
dass das hier ordentlich ist, dass die nicht in ein Chaos kommt, wo sie selber noch so viel putzen müsste, sondern, also sie ist ja an dem Freitag vor einer Woche, ist sie ja spontan, musste sie am Krankenhaus bleiben und die hat ja die Wohnung verlassen, als kämen die in einer Stunde wieder. Sprich, hier standen die Einkäufe rum, nichts war im Kühlschrank geräumt und sowas. Das habe ich ja dann auch erstmal alles gemacht, damit die Sachen halt dann noch genießbar sind, wenn sie wieder kommt oder wenn ich halt hier bin und das verzehren kann. Und die Wäsche war halt nicht gewaschen und all solche Sachen, weil meine Mutter hat ja gedacht, sie kommt in einer Stunde, zwei ist sie wieder zu Hause und macht halt ihren Alltag. Dass sie dann da quasi jetzt schon über eine Woche da ist, war ja nicht geplant, war ja nicht abgesehen, abzusehen. Ja, also habe ich dann hier ein bisschen getan. Ich habe schon Wäsche aufgehangen und gewaschen und abgehangen und jetzt hängt die zweite Ladung Wäsche da. Spülkram mache ich gleich noch, weil wir haben ja gestern und heute Morgen hier gefrühstückt und gestern gegessen. Das werde ich auf jeden Fall natürlich noch wegmachen, damit meine Mutter das nicht machen muss, unseren Kram wegspülen. Na, hallo Mäuschen. Hey, zeig dich mal. Also sie tingelt hier auch über den Tisch, findet alles toll, mein Tablet und alles riecht nach meinen Katzen. Jetzt rempelt sie mich an. Und ja, auf jeden Fall werde ich hier gleich noch ein bisschen klar Schiff machen. Werde noch eine Nacht hier bleiben, wenn das für meinen Mann okay ist. Den werde ich natürlich noch anrufen und nachfragen. Kann ja sein, dass er lieber möchte, dass ich nach Hause komme und ihn nicht alleine lasse. War ja jetzt dann quasi schon 2 Tage hier. Und oh, Dankeschön. Ja, leg dich mal dahin. Gute Idee. Oh, die wackelt so. Ja, leg dich doch einfach hin. Oh, diese Katze, ey. Ja, ihr Lieben, das war ein kurzes Update. Wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich ein bisschen Haushalt machen und mit der Katze jetzt noch ganz viel schmusen. Die hat es ganz doll nötig. Das ist alles nicht genug, was wir bisher gekuschelt und geschmust haben. Okay. Ich melde mich dann später nochmal. Ja, es ist dir zu kalt draußen, Schatzi. Du bist ganz kalt. Ja? Oh, aufs Ärmchen, aufs Ärmchen. Oh ja, auf jeden Fall. Au, aber nicht unterm Schulterblatt einhakeln, bitte. Hallo, Blue. Ja, das tut weh. Pff. Dankeschön. Super. Au. Das sind übrigens die Spuren, die Blue auf mir hinterlassen hat. Die andere Seite, also mein anderes Schulterblatt, sieht genauso aus. Yay! Ja, wir beginnen unseren Sonntag erstmal mit ganz viel Katzenschmusen. Die hängt hier schön und schnurrt mir ins Öhrchen. Ist so bekloppt, diese Katze. Ja. 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 Ja, ich habe schon eine Waschmaschine laufen. Ich habe hier schon aufgeräumt und meine Sachen weggepackt. Ich ja heute Nachmittag oder früher Abend wieder nach Hause fahre. Habe ich alles, was ich schon nicht mehr brauche, jetzt hier schon wieder in meine Reisetasche getan. Die Katze ist schon gefüttert. Ja, es geht mir auf jeden Fall besser als gestern. Da habt ihr noch ein bisschen Katzencontent. Katze auf Tisch. Ja, ich werde jetzt gleich noch den Spülkram erledigen. Oh, nicht vom Tisch fallen. Nicht runterfallen. So bekloppt bist du. Komm, ich setze mich so hin, dann kannst du nicht runterfallen. Nicht an der Kamera. So. Also, mehr schmusen als mit dieser Katze geht fast nicht. Nix, ne? Hauptsache schmusen. So bekloppt. Ja, wie gesagt, ich werde gleich noch spülen. Oh, machen wir gleich noch. Ich habe schon die Blumen alle gegossen. Meine Mutter hat ja im Prinzip genauso viel Pflanzen wie ich. Und ja, dann lassen wir jetzt gleich noch den Saugbär hier durchlaufen. Meine Mama hat nämlich auch einen. Den habe ich dann gestern mal ausgepackt. Den hat sie vor Weihnachten schon bekommen. Und er stand jetzt die ganze Zeit im Karton hinter der Eingangstür. Jetzt haben wir den ausgepackt und gestern laufen lassen. Ich halt auch sehen wollte, wie reagiert die Katze da drauf.
Die sitzt dann auf dem Esstisch und beobachtet dieses Ding. Und ja, aber sie rennt jetzt nicht panisch weg oder so. Ja, den lassen wir gleich noch hier weiter wieder durchsaugen, damit er auch in jeder Ecke war. Jetzt rappelt die Katze hier an mir rum beim Putzen. Bin ich euch hier gerne rein. Und dann machen wir uns hier noch einen schönen Tag. Bei uns scheint gerade super schön die Sonne bei blauem Himmel. Gestern hatten wir hier Hagel, Schnee und Regen gleichzeitig alles. War nicht so toll. Ja, konnte euch leider nicht so viel mitnehmen, als noch hier mein Sohn und sein Vater mit dabei waren. Das war Katastrophe, weil der Vater meines Kindes bekommt schnell schlechte Laune, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie er das wollte. Und da wir das Auto am Auseinanderbauen waren, damit das ja verschrottet werden konnte, gab es da doch so ein paar Punkte, wo er dann sehr sauer war, weil irgendwelche Kabel nicht rausgingen und ja, keine Ahnung. Naja, dafür nehme ich euch jetzt noch ein bisschen mit und ja, mal schauen. Morgen ist schon wieder Montag. Da beginnt wieder der fast normale Alltag. Mein Mann ist immer noch zu Hause und der Sohnemensch, ja, der geht dann wieder zur Werkstatt. Das heißt, 5:30 Uhr wieder aufstehen morgen früh. Yay! Dafür konnte ich heute sehr lange ausschlafen. Bis 8:30 Uhr habe ich geschlafen. Ich war zwar heute Nacht dann für 3 Stündchen wach und habe einen sehr komischen Film geguckt. Der hieß Die Farbe aus dem Universum oder die Farbe aus dem All. Irgendwie so. Ich meine, die Farbe aus dem All oder so hieß das. Auf jeden Fall mit Nicolas Cage. Ein sehr komischer Film, sehr verstörend. Ja, ob es jetzt eigentlich war es ein Gruselfilm, ein Horror oder so, Science-Fiction-Horror, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich den heute Nacht geguckt, als ich nicht schlafen konnte. Danach konnte ich super schlafen. Ich bin ein bisschen komisch. Ja. Und dann habe ich noch von 3:30 bis um 8:30 geschlafen. Das sind auf jeden Fall mehr Stunden als die Nacht davor. Da habe ich nur 2 Stunden geschlafen, als dann hier die Herren noch hier waren und geschnarcht und gehustet haben. Naja, jetzt werde ich gleich mal Frühstück machen. Tee habe ich mir schon aufgegossen. Und ja, dann machen wir hier noch ein bisschen irgendwas Action mit der Katze, ein bisschen spielen und viel kuscheln und. Bis später. Sie schön in meinen Arm gekuschelt. Guten Morgen. Heute ist Montag. Ich bin immer noch bei Mama. Und zwar, weil heute von Mamas Gasanbieter jemand kommt, um den Gaszähler zu wechseln. Und da muss ja jemand hier sein. Ja, und jetzt warten wir im Prinzip schon seit einer Stunde. Es ist jetzt 9 Uhr. Ich habe gerade gefrühstückt und Tee getrunken. Ja. Jetzt gucken wir noch ein bisschen Fernsehen quasi auf dem Tablet und warten auf den Gasmann. Die Katze ist selig. Das ist so ihre Hauptbeschäftigung. Wenn ich hier sitze. Kuscheln, 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 kuscheln. Wenn ich hier durch die Wohnung laufe, die läuft mir hinterher. Ja, greift jede Streicheleinheit ab, die sie bekommen kann. Es sei ihr gegönnt. Ich hoffe mal, dass Mama heute aus dem Krankenhaus kommt. Mein Wissensstand von Freitag ist, heute soll sie einen neuen Port bekommen, weil der alte sich ja entzündet hat. Und wenn der Port drin ist, dann darf sie nach Hause. Ich hoffe, der Plan steht noch, weil ich ja seit Samstagabend nichts mehr von ihr hören konnte, weil ihr Handy ja irgendwie tot ist. Ob dann da der Vertrag jetzt abgelaufen ist, weil das lief noch über den Chef. Es war eigentlich das Arbeitshandy quasi. Wie gesagt, ob der Vertrag jetzt einfach abgelaufen ist, keiner hat dran gedacht, irgendwem Bescheid zu sagen. Oder ob es geklaut ist, kann ja auch passieren im Krankenhaus, ist mir auch schon passiert.
Oder aber, keine Ahnung, Akku leer und das Ladekabel wurde entwendet. Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, der Gasmann kommt zwischen 8 und 16 Uhr. So lange bleibe ich ja auf jeden Fall hier. Mal schauen, wann ich dann nach Hause fahre. Ich wollte noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen, damit, wenn Mama nach Hause kommt, sie hier nicht gar nichts hat. Ich musste ja viel wegschmeißen, leider. Und habe aber auch noch einiges dann hier gegessen in den 4 Tagen, wo ich jetzt hier war. Aber damit Mama halt bisschen Aufschnitt, bisschen Brot, das kann ich ja einfrieren, das Brot. Der Aufschnitt hält sich ja auch ein paar Tage. Wenn Mama nicht heute nach Hause kommt, dann muss ich ja sowieso morgen, übermorgen dann nochmal hierhin für die Katze. Und dann verzehre ich das dann halt. Weggeschmissen wird das dann auf keinen Fall. Frisch gekauft, das hält sich ja ein bisschen länger. Und dann hoffen wir, dass sie heute entlassen wird, weil Krankenhaus findet sie gar nicht schön. Und ja, wenn sie entlassen wird, dann heißt das natürlich auch, dass ihre Blutwerte besser bzw. gut sind. Die Blutvergiftung ist weg und alles. Und dann hoffe ich, geht es ihr natürlich auch so besser. Ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Also das Video wird leider ein ziemliches ja, Talk-Video. Es tut mir leid. Aber viel ist hier halt nicht. Was ich euch jetzt sehen kann, zeigen ist halt auch nicht viel. Es ist eine Wohnung. Hier ist nicht viel. Ich mache hier nicht wirklich viel. Ich spüle meinen Kram weg und habe die Wäsche gewaschen, die noch hier rumstand. Und ich habe den Saugroboter ja installiert. Der saugt dann hier. Also ihr könnt mich auch nicht beim Staubsaugen beobachten. Ja, so ist das. Gut, ihr Lieben. Ich melde mich später wieder. Ciao. So, und während die Katze uns jetzt so schön durch den Spiegel beobachtet, erzähle ich euch, ja, wie die restlichen Tage gelaufen sind. Denn ich bin am Montag nicht nach Hause gefahren. Ich habe dann aber auch nicht weiter gefilmt. Ich habe dann einfach nur die Zeit in Ruhe genossen. Und ja, es lief dann wie folgt ab. Am Montag war tatsächlich noch der Gasinstallateur da, allerdings erst quasi um kurz vor 16 Uhr. Und um 16 Uhr rief mein Mann dann an und meinte, er hätte gerade einen Anruf bekommen vom Sanitätshaus, dass der Rollator geliefert werden soll. Und dann habe ich ihn ganz entsetzt gefragt, ja, aber doch nicht zu uns, oder? Und dann meinte er, nein, schon nach Mama nach Hause. Und dann habe ich gefragt, wann? Und dann meinte er, ja, Mittwoch. Ich so, ja, was ist ja dann voll die Geldverschwendung quasi, wenn ich dann Montagabend nach Hause fahre und Mittwoch wieder hin muss für den Rollator und dann wieder nach Hause fahren muss. Das ist ja quasi dreimal Busgeld. Dann habe ich dann meinen Mann gefragt, ob es ihm denn recht ist, wenn ich noch länger da bleibe und dann erst am Mittwoch Nachmittag nach Hause komme. Und er meinte dann, ja, wir kriegen das schon hin, alles okay. Wir hatten dann auch mittlerweile Geld vom Arbeitsamt. Er konnte dann einkaufen gehen und für die beiden Herrschaften bei uns zu Hause quasi Essen besorgen, obwohl ja auch noch genug da war. Und so ja, begab es sich, dass ich dann erst am Mittwochabend quasi nach Hause gefahren bin. Und zwar habe ich um 17 Uhr den Bus genommen. Ja, und bin jetzt quasi schon einen Tag erst wieder zu Hause. Und wie wir ja jetzt eben erfahren haben, wird Mama heute, also Donnerstag, entlassen. Wir warten jetzt im Prinzip jeden Moment drauf, dass sie sich meldet, dass sie zu Hause angekommen ist, beziehungsweise ich warte da drauf, weil mein Mann ist gar nicht da. Mein Mann ist heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden und zum Angeln gefahren. Er kommt dann auch erst am Samstag in der Früh wieder. Ja, somit haben wir uns dann über eine Woche quasi nur einen halben Tag gesehen. Oder noch nicht mal einen halben. Ein paar Stunden, dann sind wir ins Bett gegangen und dann ist er morgens losgefahren. Ja, manchmal läuft das so bei uns. Auf jeden Fall bin ich froh, dass Mama wieder nach Hause kommt, dass alles wieder seinen gewohnten Gang geht, auch bei uns zu Hause seinen gewohnten Gang gehen kann. Und jetzt kommenden Samstag fahre ich nach Mama.
bringe einer Freundin von meiner Mutter einen Saugroboter vorbei, den ich für sie bestellt habe. Ja, verbringe ein bisschen Zeit mit meiner Mama und bei meiner Mama. Und dann fahre ich aber wahrscheinlich am selben Abend, vom Samstagabend, fahre ich wieder nach Hause. Bleibe nicht über Nacht, das ist zumindest nicht geplant. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Das ist ja bei uns immer so recht spontan. Aber ich bin froh, dass ich so einen tollen Ehemann habe, der das so toll mitmacht und dann hier zu Hause alles managt. Und ich das dann bei Mama so managen kann, ohne dass ich mir einen Kopf machen muss, dass hier die Kinder verhungern oder die Katzen oder die Bude abfackelt. Ja, während ich jetzt hier so schön gequatscht habe, habt ihr noch ein paar schöne Bilder von der Blue. Also wirklich Hauptbeschäftigung am Tag war wirklich schmusen, kuscheln, schlafen, während ich dann Serie geguckt habe. Und ja, also ich habe hauptsächlich irgendwelche Dokumentationen und Tierfilme geschaut. Fand ich super interessant, gucke ich super gerne. Bildet dann auch ein bisschen. Die Blue hat zwischendurch echt stark geträumt, wenn gerade wenn da irgendwelche Fische oder Vogelgeräusche an dem Fernsehen waren. Das fand ich so süß. Ja, ihr Lieben, es ist ein ziemlich langes Video geworden und deswegen beende ich das jetzt hier. Ich danke euch fürs Zusehen und Zuhören hauptsächlich diesmal. Gab ja nicht so viel zu gucken. Ja, und jetzt freue ich mich einfach nur noch drauf, wenn alle wieder am rechten Platz sind und unser ganz normales Leben weitergeht. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Gesundheit, passt auf eure Lieben auf und das war's von mir, von hier für heute. Bis dann, ciao!